Mein Buch, ein Sachbuch, Neue Lieder braucht das Land. Und das Thema ist eigentlich so aktuell wie nie und doch auch alt. Ich habe heute noch mal reingelesen ins Buch Nieten in Nadelstreifen von 1992. Der ein oder andere erinnert sich vielleicht dran. Es könnte heute verlegt werden und es wäre so aktuell wie nie. Denn all das, man müsste die Firmen ein bisschen umändern, obwohl die Firmen machen immer noch, also Mercedes, BMW sind immer noch in aller Munde, auch mit dem, was sie so treiben. Und man müsste nur die Storys noch mal ein bisschen anpassen, weil das, was sie damals gemacht haben, ist jetzt verjährt. Sie machen neue Sachen. Also, aber es ist, eigentlich könnte man es heute auflegen und es wäre ein top aktuelles Buch. Das Thema ist immer wieder spannend. Ich bin auch, wenn man dann mal so an Bahnhöfe geht oder am Flughafen steht und sich so anguckt, die Nadelstreifen sind anders geworden. Eigentlich sind schlecht sitzende Anzüge von Herren. Ich denke mir, man tragt eine Jeans, würde vielleicht besser aussehen oder so. Und ich finde, sie laufen viel wichtiger rum als früher, digital. Kaum ist der Flieger gelandet, schon haben alle das Handy am Ohr und erzählen irgendwelchen Schmarrn da rein. Also, wo ich mir mal denke, Mann, entspannt doch mal, nehmt erstmal euren Koffer, tut den runter und geht irgendwo hin. Also, Thema, neue Lieder braucht das Land. So bin ich auf das Thema gekommen. Was braucht es eigentlich an Führung und vor allem, wie gehen moderne Managementmethoden? Moderne Zeiten fordern innovative Führungskräfte und Mitarbeiter, die mit modernem Management agieren können. Die Digitalisierung scheint Deutschland zu überrollen und das Thema Unternehmen 4.0 geistert durch die Medien. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe 1.0 und 2.0 völlig verpasst. Vielleicht hieß das auch einfach nur anders. Aber nicht nur die Digitalisierung verändert die zukünftige Arbeits- und Organisationswelt, sondern viele Treiber tun dies, wie zum Beispiel Generationserwartungen, Generation Y und kulturell-gesellschaftliche Veränderungen. Das richtige Umgehen mit den Methoden überfordert manche Organisationen und führt zu sehr merkwürdigen Tendenzen und Vorgehensweisen. Die Organisation- und Managementmethoden werden komplett aus dem Kontext gerissen und sind schon vor Beginn komplett zum Scheitern verurteilt. Nicht gescheit gelesen, die Idee nicht verstanden, aber quick and dirty eingeführt. Man kommt ja gerade von der Uni und muss sich beweisen. Das Resultat? Verzweifelte Führungskräfte und frustrierte Mitarbeiter. Gut gemeint ist immer noch nicht gut gemacht. Angeheizt wird das Thema auch von Unternehmensberatern. Hier ein Zitat von Dr. Walter Jochmann und Dr. Birte Gall im Artikel Der Schlüssel zum Unternehmen der Zukunft des Kienbaum-Magazins. Kienbaum kennen Sie vielleicht, Unternehmensberater machen ziemlich viel in Personalentwicklung und dergleichen. HR natürlich heutzutage. Also Zitat Beginn. Nichts hat in den vergangenen 3 Jahrzehnten Geschäftsmodelle, Strategieentwürfe, Prozessoptimierung und Innovationsmanagement so sehr verändert wie die Digitalisierung. Für die klassischen Branchenspieler hat ein Kampf einerseits um die Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts, andererseits um radikale, disruptive Innovationen begonnen. Diese Herausforderung der Ambidextrie, also Beidhändigkeit, ist in dieser Konsequenz für die Unternehmenspraxis neu. Unternehmen müssen die für Innovation, IT, Technologie, Marketing und Operationsprozessmanagement verantwortlichen Jobgruppen neu und global aufstellen. Für die HR-Funktion bedeutet das hohe Visibilität, aber auch hoher Druck, Resultate zu liefern. Zitat Ende. Jeder verstanden? Also, lesen und verstehen. Ich übersetze das mal ganz kurz, was Sie da geschrieben haben. Kurz und einfach zusammengefasst. Allerdings klingt das dann nicht so nett mit den ganzen Fremdwörtern. Ich muss mein Unternehmen und meine Produkte weiterentwickeln und gleichzeitig auch intern innovativ sein. Die Personaler können nicht mehr nur nach Qualifikationen aussuchen, sondern müssen sich die persönlichen Eigenschaften eines Bewerbers genau anschauen. Ein neuer Mitarbeiter, der nicht zu den Werten des Unternehmens passt, ist Gift. Aber ist das alles wirklich neu? Die Entwicklung gibt es doch schon lange und die Resultate von Firmen, die das leben, sind Marktführer, wie zum Beispiel Apple, BMW oder Microsoft. Wir brauchen moderne Management- und Organisationsmethoden, aber richtig umgesetzt, angewandt und auf das Unternehmen zugeschnitten.
Das Buch soll Sie als Führungskraft unterstützen, Managementsysteme nicht nur zu verstehen, sondern auch sinnvoll mit Leben zu füllen. Von der Theorie in die Praxis. Und das Buch soll Sie als Mitarbeiter unterstützen, diese Managementmethoden so umzusetzen, dass Sie Ihre Arbeit erleichtern und Abläufe verbessert werden. Genau dazu wurden sie nämlich entwickelt, die Managementmethoden. Allerdings werden sie so oft aus dem Kontext gerissen, am Schreibtisch erarbeitet und dann aufoktroyiert und sind so immer wieder zum Scheitern verurteilt. Auch kleine und mittelständische Dienstleistungsunternehmen sind nicht ausgeschlossen, denn an ihnen geht die Entwicklung auf gar keinen Fall vorbei. Managementsysteme passen für uns nicht. Sätze, die man immer wieder von verschiedenen Vorgesetzten hört. Das klappt bei uns niemals. Unsere neuen Manager kommen gerade von der Uni und jeder probiert was Neues aus. Heute Kaizen, morgen KVP. Die sollen uns doch einfach mal in Ruhe unsere Arbeit machen lassen, jammern die Mitarbeiter. Einfach überstülpen klappt auch nicht und manch einer hält nur zu gern an alten Zöpfen fest und bleibt in der Komfortzone, auch wenn die Komfortzone nicht wirklich klappt und eigentlich völlig unkomfortabel ist. Um zu beweisen, dass moderne Methoden in jeder Branche klappen und gebraucht werden, wird hier für Praxisbeispiele die lauteste und härteste Branche der Welt herangezogen. Es geht nämlich darum, zu führen, zu steuern und das richtige Maß zu finden, auch bei der Digitalisierung. Führungskräfte sind Vorbilder, so viel Regeln wie nötig und so wenig Formalien wie möglich. Für unsere Praxisbeispiele haben wir die Firma ICS Festival Service GmbH gewählt. Willkommen in der Welt des Metal und dem Veranstalter des größten Metal-Festivals Europas, willkommen in Wacken. Kapitel aus diesem Buch ist dann über Personalbranding und Personalentwicklung, ist das Verwaltung oder Willkür. Angestellte, Arbeiter und auch Behördenmitarbeiter stöhnen. Die Chefs sitzen ihnen sprichwörtlich im Weg. Es sind Vorgesetzte, die da sitzen, aber auch leider haben die von Führung keine Ahnung. Ein Vorgesetzter sitzt halt vor einem und eine Führungskraft zieht und leitet die Mitarbeiter. Bei der Personalentwicklung kann von Entwicklung oft gar keine Rede sein. Es ist leider immer noch so, dass Menschen, die entweder schon lange gedient haben oder einfach nur lange genug im Unternehmen waren, eine Stufe in der Karriereleiter nach oben steigen. Als Belohnung für die Buckelei, Kriecherei oder weil sie eine Sache gut gemacht haben. Es spricht ja nichts dagegen, verdiente Mitarbeiter zu belohnen, aber bitte macht sie doch nicht gleich zum Vorgesetzten. Schenkt ihnen eine schöne Reise, gönnt ihnen ein paar nette Tage oder gebt ihnen einfach mehr Geld. Aber quält bitte nicht die anderen Angestellten mit unfähigen Vorgesetzten. Denn nichts anderes sind sie oftmals, sie sitzen vor. Wenn es gut läuft, dann sitzen sie wenigstens nicht im Weg und lassen ihr Team ihre Arbeit machen. Es geht aber auch anders. Und sie behindern ihr Team und frustrieren sich selbst. Ein Beispiel von einem Autoteilezulieferer. Es geht um Bruno. Bruno hat jahrelang im Unternehmen alles gegeben. Er hat sich mühevoll in 20 Jahren Ansehen erarbeitet und seinen Aufgabenbereich, den es gesetzlich geben musste, aus der Bedeutungslosigkeit geholt. Ohne Gesetz hätte es ihn sicher nie gegeben. Das erforderte viel Nachgeben, Diplomatie und auch Hartnäckigkeit. Sein Aufgabengebiet wuchs und wuchs, da Bruno nebenbei auch noch zuverlässig war und wunderbar ungeliebte Aufgaben auf ihn abgeschoben werden konnten. Irgendwann wurde es zu viel für ihn alleine und man suchte zusätzliche Mitarbeiter. Und als besonderes Highlight wurde Brunos Bereich in eine eigene Abteilung umgewandelt, mit Bruno als Vorgesetzten. Bruno war mega stolz auf sich. Was aber keiner beachtet hatte, war, dass Bruno schüchtern ist, über keinerlei natürliche Autorität verfügt und zudem auch noch ein Eigenbrötler. Und es kam, wie es kommen musste. Man stellte selbstbewusste junge Mitarbeiter ein, Generation Y. Und das Karussell nahm sofort Fahrt auf. Bruno zeigte wenig Verständnis für die forschen jungen Leute, die Freiheiten, Kreativität und gleichzeitig klare Aufgaben und Grenzen suchten. Er bemutterte sie, kontrollierte sie, hielt die Aufgaben begrenzt und es kam, wie es kommen musste. Generation Y entscheidet mit den Füßen. Die gehen. Bruno verfiel in leichte Depressionen, sein Chef hielt ihn für unfähig und das Spiel fing von vorne an. Neue Leute, Kündigung, neue Leute.
Es hätte für Bruno aber eine ganz einfache Methode gegeben. Bruno hätte zunächst mit der Methode Management by Objectives vertraut gemacht werden müssen. Bruno ist zudem ein sehr guter Kandidat für den kooperativen Führungsstil. Natürlich reicht es da nicht, ein Buch zu lesen, sondern Praxisbeispiele und ein wenig Übung braucht es schon. Wie läuft es denn bei ICS? Luisa hat eine Zeit lang in der Organisation eines kleinen Festivals mitgearbeitet. Das Festival wächst und es ist klar, dass Luise nun soweit ist, die Projektleitung zu übernehmen. Das heißt, sie ist nun die Führungskraft für ein Team, das aus ganz unterschiedlichen Charakteren besteht, nämlich Booker, Bühnenbauer, Techniker, schlimmstenfalls noch Musiker. Luise hat noch nie ein Team geführt und es wäre ein fataler Fehler, sie einfach ins kalte Wasser zu schmeißen. Passiert auch nicht. Bei ICS gibt es eine Stabsstelle Management, die darauf spezialisiert ist, moderne Methoden im Unternehmen umzusetzen. Luise bekommt zunächst eine Schulung inklusive Test, welche Methoden am besten zu ihrem Charakter und zu ihrem Umfeld passen. Das alles dauert nur 3 Tage und ist problemlos in das Alltagsgeschäft zu integrieren. Die Stabsstelle kennt alle Mitarbeiter und weiß, wie sie handeln und mit Menschen umgehen. Das Profil passt sehr gut mit einem versierten Projektleiter zusammen, bei dem Luise ein paar Tage assistiert. Dann wird ihr Team ausgesucht. Luise bekommt ein Team, das zu ihr passt und ihr nicht vom ersten Tag das Leben schwer macht. Zudem erhält sie während des ersten Projekts Supervision von der Stabsstelle. Schwierige Situationen und Aufgaben werden besprochen und sie hat die volle Rückendeckung des Chefs. So kann Luise geschützt und geleitet ihr erstes Festival machen, baut eine gute Beziehung zum Team auf, lernt ihre Pappenheimer kennen, ihr Umfeld, ihre Aufgaben und ist für die Zukunft gewappnet. Und so geht das Buch auch weiter mit allen anderen Themen, die es auch noch zum Thema Führung gibt.